Auch im Zeitalter der Ninjas gab es Postboten. Man nannte sie die Messenger. Wir begleiten den neuen Helden in seinem Abenteuer durch die 8-Bit-Welt des Spiels. Ohne Out of Bounds zu gehen, bahnen wir uns den Weg zum Arcane Golem. Nailin wird uns dieses Abenteuer näher bringen und Ninja durch die Welt scheuchen. Nailins PB liegt laut speedrun.com 4 Jahre zurück. Zeit für eine neue PB. Ja, hi. Ist es nicht großartig, an der Stelle erstmal gecalled out zu werden? Ja, jetzt muss ich abliefern, ne? Ja, müssen wir abliefern. Ich bin Nailin. Es ist schön, mal wieder auf einem anderen Event zu sein, das nicht der Struggleton ist. Neben mir sitzt der Turanin, den habt ihr gerade schon gesehen. Der hat das Spiel auch mal gerannt, das ist wahrscheinlich auch ähnlich lange her. Ja, sitzt aber, glaube ich, nicht auf dem Leaderboard. Ja, ich habe hier tatsächlich mal wieder ein bisschen dafür derustet, so mal überlegt, was könnte man denn dafür mal wieder auspacken. Bin natürlich froh, mit meinem Main-Game auch morgen vertreten zu sein, aber hier gibt es dann auch nochmal ein bisschen Retro-Action mit The Messenger. Würde ich an der Stelle einfach mal fragen, während wir in den File-Select-Screen gehen, wie wir unseren Postboten denn heute nennen. Also derzeit, ja, Minidive ist mit einem sehr guten Abstand vorne, also Minidive ist der Name. Minidive mit einem großen D. Mit einem großen D, genau. Mhm. So, bestätigen wir hier den Namen und wenn wir hier sagen, let's go, kannst du für mich draufdrücken. In 3, 2, 1. Gut, hat funktioniert. Hat super funktioniert. Na dann. Good luck. Also was ich ja immer gleich hier sagen muss, super Shoutouts an Sabotage Studios, die hier sogar auf das Feedback der Speedrunning-Community eingegangen sind und einen Text-Skip eingeführt haben, weil ansonsten wären wir hier wie wild am Mashen mit jedem Dialog. Deswegen super dankbar an der Stelle. Jo, was machen wir hier? Also, wir haben ein klassisches Anime-Opening, würde ich mal sagen. Unser Messenger, unser Hauptcharakter, der trainiert, ein Ninja zu werden, fragt sich, wofür denn das Ganze? Weil, ja, es ist ja alles safe, ne? Also, wofür üben wir hier eigentlich? Und wird, ja, binnen weniger Sekunden überrascht. Ja, genau dafür hast du dein Leben lang trainiert bisher. Werden wir nämlich von Dämonen angegriffen und erfahren von unserer Mission, die Rolle zum Turm der Zeit zu bringen. Da kommt ein Messenger von, ich glaube, 500 Jahre sind die Timeskips, die in dem Spiel passieren, um uns unsere Rolle zu überreichen. Würden wir mehr spielen, würden wir auch unserem eigenen nächsten Messenger die Rolle übergeben, dass er auf seine Mission kommt. Wir spielen ja heute nur 8-Bit. Deswegen endet's mit dem Tod des Arcane Golems. So, und jetzt einer der Gründe, warum wir hier angefangen haben, mit V-Sync zu spielen. So, ich habe damals präferiert mit V-Sync gespielt und später haben sie rausgefunden, V-Sync On ist eine Sekunde schneller in der Intro-Stage. Deswegen spammen wir hier den Start, gehen auf die Option, wenn wir es hinbekommen. Nein, verlassen das Spiel. Das ist geil. Dann machen wir es hier eben. So, das ist die Nervosität. So, war vollkommen zu erwarten, dass mir gerade sowas auf dem Event passiert. You're welcome. Und jetzt spielen wir wieder mit Locked 60 FPS. Haben den ganzen Timesave, den wir eigentlich hätten davon erwartet, verloren an der Stelle. Aber das macht nichts. Das Estimate ist verhältnismäßig safe. Ihr kriegt auch, wie gesagt, vor 4 Jahren das letzte Mal tatsächlich PB'd in dem Spiel. Hier richtig altbackene Strats. So, was die Community mittlerweile alles gefunden hat, ist der absolute Hammer. Speedboost von diesen grünen Gegnern. Wenn man den in den Rücken haut, gibt es einen kleinen Speedboost. Wenn man sie von vorne angreift, verliert man ein bisschen seiner Speed. Was mache ich hier? Und wir müssen ein paar extra Kristalle einsammeln, weil wir keine am Anfang bekommen haben. Ja, und die Kristalle sind hier eigentlich so die Währung. Ich habe gleich so einen netten Shopkeeper. Wenn man hier auch einen kleinen Talentbaum, sag ich jetzt einfach mal, hat, wo man halt entsprechende Fähigkeiten dann nachher sammeln können. Anfangs kümmere ich halt nur nicht viel.
Genau. Schlagen. Sobald man dem so, ich sag jetzt mal so eine Latonne hier anhitten, haben halt dem Tier schon mal einen Sprung frei. Genau, der Cloud Step nennt sich die Fähigkeit, die auch über den Lauf des Runs immer weiter ausgebaut wird. Und ich glaube, hier mit den Projektilen war, glaube ich, gerade erst gelandet. Genau, das erste Upgrade ist quasi, dass wir nochmal eine zusätzliche Charge vom Cloud Step bekommen, sobald wir ein Projektil schlagen. Ein kurzer Damage Boost, wenn wir weit genug rechts an der Kante abspringen, dann kriegen wir eigentlich immer den Boost nach rechts. So, das ist auch was, wenn man damit anfängt, wundert man sich, warum klappt das manchmal nicht. Ja, nach wie vor richtig nicer Touch, wie sich die Musik ändert, wenn wir unter Wasser sind. Hier müssen wir ein bisschen auf die Säge aufpassen, weil wir möchten gleich nochmal Damage boosten. Ach ja, stimmt. Ich werde ein bisschen vorsichtig spielen. Ich wollte nämlich eigentlich, ich finde es immer ganz schön, für so einen guten Zweck auch ein bisschen Geld da zu lassen. Deswegen wollte ich euch eigentlich zu Anfang noch eine Deathless-Garantie hier geben. Wenn ich es nicht schaffen sollte, Deathless durchzukommen, gibt es 50 Euro plus 10 für jeden Tod. Wenn wir es schaffen, überlegen wir uns mal noch was. Ja, wir müssen jetzt noch ein paar weitere Kristalle einsammeln. Also die eine Sache, auf die wir hier wirklich achten wollen, ist mit 130 Kristallen die Stage zu verlassen, dass wir noch weitere Upgrades kaufen können. Ja. Tura, hast du so ein bisschen ein Auge auf den Chat, falls wir irgendwas beantworten können an der Stelle? Jetzt ja. Jetzt ja, das ist gut. Aber ich denke mal, dass die meisten wahrscheinlich sowieso Messen schon ein bisschen kennen. Beziehungsweise vielleicht auch das Game, was so schnell rauskam, Sea of Stars. Stimmt, auch von Sabotage, ne? Genau. Wusste ich eigentlich nicht, bis ich es irgendwie fast durch hatte. Also. Irgendwann kam so die Referenz natürlich auch so ein bisschen zum Messenger, wo man sagt, okay, cool, haben sie auch mit eingebaut. Bis mir dann gesagt wurde, ja, das ist im selben Studio, das ist okay. Ja, okay, dann macht es Sinn, ja. Cameo dann Sinn an der Stelle. Aber lohnt sich auf jeden Fall auch zu spielen, also. Wer schon Fan von Messenger war und immer noch ist, sollte Sea of Stars natürlich auch mal drin anspielen. Ja, nach wie vor super geil, was die damit gemacht haben. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein bisschen wenig Kristalle, wie auch immer, aber kriegen einen. Health Refill. Ist auch nicht weiter wild, jetzt holen wir uns noch Schuriken an der Stelle. Das heißt, glaube ich, wir verpassen ein Mini-Upgrade. Die wollen wir haben. Das andere können wir jetzt noch nicht kaufen. Das hätte 80 gekostet. Das ist nicht weiter wild. Und jetzt sind wir schon beim ersten Boss. Ja, die Schuriken sind wichtig, weil wir die drei extra Hits, die wir dadurch bekommen, brauchen, um den Quickkill hier zu schaffen. So, der Golem, der hat quasi eine Schutzschicht aus Blättern. Die machen wir weg und dann hauen wir den kaputt. So, wenn man hier einfach nur die Taste hämmert, klappt das eigentlich. Ja, fast 7 Minuten ist wirklich keine gute Zeit hierfür. Wir hätten eigentlich 6:20 erwartet, aber auch kein Wunder, wenn man in den Intro-Screen zurückgeht. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen was rausholen. So, Bless Archie bei Ruxton an der Stelle. Ja, und Deathless Garantie ist natürlich so eine Sache zu garantieren hier an der Stelle, wenn wir One-Shot Crusher in dieser Stage haben. Also, da werden wir ziemlich aufpassen müssen. Da sind wir am ersten vorbei. Aber hier passiert recht wenig, also hier wäre eine super Gelegenheit, die Spende vorzulesen. Sehr gut, dann tue ich das mal. Die Spende ist von ungerade Summen Ausgleichsbot. Und dieser hat gespendet Go Mini Dive Go.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, recht viel gibt es eigentlich zu den Katakomben eigentlich nicht mehr zu sagen, also... Ja, wir möchten schnell durch. Hier war ich ein bisschen zu langsam wegen den Feuerbällen, deswegen gehe ich das Risiko hier gar nicht ein und müssen hier ein bisschen langsamer spielen. Wie gesagt, diese Crushers sind einfach mal One-Shot, wenn sie auf einen runterkommen, da haben wir keinen Bock drauf. Also wenn man hier immer sauber durchkommt, schafft man eigentlich auch... Ich hab das mit den meisten Cycles, aber... Ja. Genau. So, sobald man irgendwie blöd an der Wand kleben bleibt oder so... Was der Messenger leider wirklich gerne tut... doch etwas riskant und ja. So, jetzt muss ich mal kurz die 2-3 Sekunden in Kauf. Mhm. Bevor wir dann hier unsere Deathless-Garantie versauen. Ja. Ja, die Abgründe, die wir da sehen, sind, wie man sich vorstellen kann, auch einfach Instant Death. So, das wollen wir auch vermeiden. Hier kriegen wir jetzt einen schönen Health Refill, um durch den Rest der Stage gut durchzukommen, gleich nochmal Damage zu boosten durch ein paar Spikes. Ja, und ansonsten hier Basic Platforming. Interessant wird's dann mit ein paar Upgrades, die wir gleich bekommen. Hier stellt sich der Boss dann einmal kurz vor, Ruxton. Auf dem wir, wie gesagt, hoffen, dass wir ein gutes Pattern von ihm bekommen. Der trollt nämlich wirklich gerne mal. So, gutes Pattern sind 15 Sekunden schneller. Einfach mal. Gut, man könnte das, glaube ich, auch skippen, wenn man davor aus dem Raum einen Double Jump mitnimmt. Aber ist, glaube ich, doch auch recht Zeit irgendwie. Oh ja. Über also den Trigger dann drüber zu springen und. Wahrscheinlich ist es am Ende doch dann schneller oder angenehmer, einfach den Zwischenboss da mitzunehmen. Ja, genau. Also, wenn sowas hier passiert, dann ist es in aller Regel reine Safety, was wir hier machen. Den Double Jump, den kaufen wir uns auch gleich nochmal, also den Recovery Jump, schimpfe ich ihn jetzt einfach mal, den brauchen wir gleich für Ruxton auf jeden Fall, deswegen gehen wir nochmal kurz shoppen, nochmal ein kurzer Time Loss und hier der eine richtig fiese Crusher, der ist super tight, den spielen wir jetzt 300% safe, vor allem weil ich eben hier nochmal ein bisschen gestruggelt habe. Genau, Stacheln wären jetzt nochmal 3 Damage gewesen, das wollen wir an der Stelle auch nicht. So, hier refillen wir, wie gesagt, und holen uns kurz noch den Recovery, den brauchen wir so oder so. Das können wir uns dann auch gleich noch holen, das holen wir uns ansonsten später. So, Plesanchi an der Stelle. Was wir wollen, ist, dass Ruxton oben spawnt, anstatt wieder an der Stelle da rauszukommen. Das, ja, wenn man es jetzt noch korrekt spielen würde, wäre das alles großartig. Ja, gut. Dann seht ihr ein gutes Pattern auf die langsame Art gespielt. Jetzt hätte ich gegebenenfalls noch an ihm boosten können, das macht jetzt nichts. Der Kampf war so furchtbar, den machen wir jetzt nochmal gescheit. Das Gute auch hier, Deaths sind seit dem Tech-Skip einfach effektiv free. So, das war unsere Deathless-Garantie, von daher 50 Euro Minimum von mir am Ende des Runs. Und jetzt schauen wir nochmal, was Ruxton hier an der Stelle zu sagen hat. Jo, schlechtes Pattern. Dafür haben wir uns ein bisschen Puffer eingeräumt. Der wird jetzt nochmal unten kommen. Ich weiß nicht, was ich hier gerade falsch spiele. Gut, aber damit ist der Kill auf jeden Fall drin. Gut. Halleluja. Du wolltest einfach nur den vollen Umfang von dem Boss zeigen. Ja, genau. Mehr Content für die Zuschauer. Ich meine, dadurch, dass ihr einfach mit euren Estimates die Schedule ein bisschen vorgezogen habt, kriege ich es vielleicht auch wieder ausgeglichen an der Zeit. Mal schauen.
hier richtig Jammer-Musik an der Stelle. So meine persönliche Lieblingsstage, einfach nur weil tolle Musik. So, den einen oder anderen Runner hat man dann hier auch Eat That College Cheese auf diese Melodie übertragen sehen. Auch wenn es wenig Sinn macht. Das Thema sind hier Plattformen. Bei den Katakomben waren es die Crusher, die wir die ganze Zeit gesehen haben, die mir aufs Spiel. Dann hier mache ich die Loader bewegliche Plattformen, wo man halt irgendwelche Schalter triggern können oder nicht unbedingt Schalter. Irgendwelche komischen, vielleicht auch mal Räder oder so, die man dann drehen kann. Und halt eben, genau wie zum Beispiel hier, die Plattform wieder hochzuziehen. Kann man aber nicht alles überspringen. Oder hier um die Tore zu öffnen. Die dann halt nach einer gewissen Zeit wieder zugehen. Jupp. Falls ihr euch gerade gewundert habt, was hat er denn da probiert? Hier gibt es tatsächlich eine kleine Plattform oben, die wir hätten nutzen können, die warum auch immer nicht als Out of Bounds zählt. So, da kommt man vom Spiel aus gesehen hin, ohne irgendwelche Glitches auszunutzen. Deswegen ist diese eine kleine Plattform Fair Game. Ja, auch hier auf der linken Seite gibt es ein richtig knackenschweren Skip, den wir nicht machen, den habe ich nie gelernt, perfektioniert. Hier meine übliche Struggle-Stelle, da hat es beim zweiten Mal geklappt. So außenrum klettern wäre einfach bedeutend langsamer, das wollen wir nicht. Sind wir auch schon fast durch. Wer hier am Ende von Bamboo Creek einen Boss erwartet, der wird auch in seinem Casual Playthrough soweit enttäuscht oder vielleicht erleichtert, weil ja, gibt keinen. Großes Build-up mit einem recht engen Gang. Es sieht einfach aus wie, ja, da kommt gleich ein Bosskampf, aber ich glaube, da ist kein Bosskampf. Hier wird die Musik immer ruhiger, wir hören das Wasser im Hintergrund rauschen, das entfernt sich immer weiter. Hier hätte man vielleicht noch einen Boss hinpacken können, aber da ist keiner. Howling Grotto heißt unsere nächste Stage, glaube ich. Und ja, was ist hier das Thema des Ganzen? Wir kriegen gleich ein weiteres Upgrade, eine Wingsuit und die ist hier vonnöten. Wir sehen da schon kleine Windtunnel, die wir mitnehmen. Und hier holen wir uns das Upgrade, das uns erlaubt, während wir diese Wingsuit benutzen, anzugreifen. Sieht dann ungefähr so aus. Und gibt nochmal einen kleinen Speedboost, den wir an der einen oder anderen Stelle hier weniger, aber in den Folgestages primär verwenden werden. Na, weitere 10 Euro? Na. Na, ich vielleicht mal, doch. Man mag gleich schon recht klassisch, eigentlich wie bei den meisten Games, dass man hier nur so die frisch erlernten Fähigkeiten oder gekauften Upgrades halt auch direkt überhaupt wow. Muss. Ja, also quasi immer direkt in Verwendung kommen. So ein bisschen Zelda-Style, so. Das Item, das man in der Stage bekommt, das ist dann auch immer für das Dungeon und den Boss nötig. So in der Richtung. Ich weiß nicht, hätte man überhaupt die Möglichkeit, ohne Kristalle dazu wie. Also klar, man kann sich den Wingsuit nicht kaufen, aber dazu zu gehen und immer zu farmen. Ich sag mal, wenn man da stirbt, hat man meistens mit dem Kollegen daneben drin, ja, der Kollege, die Kristalle nur schön abzwackt nebenher so. Nee, so wirklich farmen kann man nicht in dem Spiel. So, es gäbe in Bamboo Creek einen kleinen Catch-Up-Kristall, also so einen großen Kristall, den man kaputt machen kann, der einem dann irgendwie 50, 80, bin mir nicht mehr sicher, Kristalle gibt. Aber Catch-Up tatsächlich eher schwierig in dem Spiel. Das macht's Casual schon eher anspruchsvoll. So, was weg ist, ist weg.
So ein Upgrade, das wir bisher noch gar nicht gesehen haben, hier diese kleine Boost im Wasser für die anderen Kategorien bedeutend interessanter. Hier benutzen wir es einmal und das war's. Ups. Controller, bitte. Das wollen wir nicht. Da aufpassen. Aber Safety ist hier. So, Kristalle haben wir auch auf jeden Fall. Die vier, die uns vorhin gefehlt haben, definitiv insofern wieder gut machen können. Hier brauchen wir jetzt tatsächlich erstmal nichts kaufen. Wir haben unsere Schuriken, wir haben unsere HP. Vielleicht hätte ich mir das Health-Upgrade für den Boss gerne geholt, aber wir spielen den jetzt einfach einen Tacken safer, ohne Damage Boost. Möchten den Core dieses Golems 8-mal treffen, 7-mal mit dem Schwert und einmal mit einem Schuriken. 4. Spielen wir es einfach. Ich glaube, am Anfang ist es auch random, ob jetzt da links oder rechts zuschlägt. Naja, tatsächlich nicht. Es kommt immer zuerst die rechte Hand hoch. Also immer die auf der Seite, auf der man steht. Das ist so ein bisschen root vom Spiel. So, jetzt auch wieder die rechte zuerst. Wäre ich auf der rechten Seite gestanden. Ups. Das ist in Ordnung. So, Hauptsache, wir haben unsere 8 Hits und machen das Ganze in 2 Cycles, haben genug HP für den Boss übrig. Wenn der Golem jetzt gleich kaputt geht, kommt der Geist, der in seinem Mund sitzt. Und braucht auch nochmal, glaube ich, 8 Hits. Ja, man darf halt immer den Boss schon down. Ne? Natürlich hat man die zweite Phase. Jupp. Und auch hier die Wingsuit-Mechanik soweit. Wir möchten nicht oben auf dem Screen enden, weil ansonsten passiert das hier, dass wir ganz langsam runtergleiten. Wir möchten eigentlich den Boss unten im Screen beenden, aber klassischerweise mal wieder einen Tacken gestruggelt an der Stelle. Ja, und der Golem, der ist jetzt traurig. Also der Geist, dass wir seinen Golem kaputt gemacht haben, der hat sich eigentlich nur verteidigt an der Stelle. Das ist Videospiel-Tragödie. Hier tatsächlich in den Quillshroom Swamps, wenn ich mich recht entsinne. Keine Upgrades, sondern einfach nur das, was wir bisher alles gelernt haben, einsetzen für horizontales, vertikales Platforming. Einfach gucken, sauber durchzukommen und die Stacheln zu vermeiden. Aber ich bin richtig dran erinnert, kann jetzt eigentlich in der Stage auch nicht so viel passieren. Tatsächlich also nicht. Es ist primär laufen wir von links nach rechts und das ist die Stage. So, hätten wir mal da nicht getroffen worden, dann wären wir hier einmal komplett drüber gegleitet. Aber einfache paar Sekunden Time Loss an der Stelle. Nicht weiter tragisch. Also das ist, glaube ich, auch kein einziger Death-Pit, ich bin dann eher nur unten der, ja, Sumpel, die Kühe. Hier, der eine große Skip. Ein paar Spikes, aber... Ja, genau. Spikes müssen wir wie immer aufpassen mit 3 Damage, die die machen. Dasselbe für diese Kugeln. Na? Geh doch hoch. Das gibt's. So, die Kugeln, da machen nur einen, die großen 3, aber es ist... Sagt alles insofern entspannt hier in der Stage. Was hat der da gemacht? That's never happened before. Da ist unser Health Refill. Ja, das Spiel hat, glaube ich, also so manchen Stellen ziemlich aus dem Power. Zeigt auch eine unfaire Power, wo man halt vielleicht auch nicht so direkt drauf gefasst ist, aber man hat eigentlich doch immer recht viele Health Refills oder Magic Refills dann, also. Das Spiel ist verhältnismäßig fair, auch für Casual Playthroughs. So. Kleiner Skip wollten wir hier machen. Die Checkpoints sind eigentlich auch nicht. Ja. Es gibt zwar manche, die einen schon gut zurücksetzen, aber
Ja, also gerade leider im Tower of Time ist es halt wirklich, wenn da mal was schief geht, dann tut's gleich richtig weh. Aber ansonsten ein sehr faires und ein sehr spaßiges Spiel, auch im Casual. Ich kann es nach wie vor nur empfehlen. So, die Überlegung ist nach wie vor da, das auch mal auszubauen. Ne? Wir hatten bei mehreren Struggletons jetzt schon drüber geredet, wollen wir mal das volle Game Run, weil eigentlich schon ziemlich cool, geile Mucke. Und auch noch sehr viel mehr zu sehen, weil das Spiel später in effektiven Metroidvania öffnet. So, hier sind wir super linear und nach dem zweiten Boss der 16-Bit-Ära ja, wären wir dann quasi soweit in Metroidvania und klappern da die Bosse entsprechend ab, um möglichst schnell durchzukommen. So, die Queen of Horns spielen wir so, dass sie idealerweise in ihrer zweiten Phase anfängt, mit ihrer Peitsche nach uns zu genau, da haben wir sie kurz gesehen. 1-2 hüpfen wir ihr hinterher, machen Damage. Dasselbe wollen wir jetzt nochmal machen. Holen sie runter und skippen dadurch die ätzenden Patterns. Müssen. Oh, doch. Da habe ich mich schon kurz gewundert, ob sie jetzt doch ihre andere Phase macht, aber hüpft einmal noch mal kurz hoch, um festzustellen, okay, meine HP sind eigentlich schon aus. War doch ziemlich gute Fight. Der lief zur Ausnahme mal gut, ja. Macht auch immer wieder Spaß, das Spiel, muss ich sagen. Also, andere Runs, die ich schon gemacht habe, die. Ja, da hängt es dann immer so von der Mondphase ab, ob die Spaß machen oder ob man sich dafür gerade motiviert fühlt. So, jetzt sollen wir uns hier noch unsere letzten beiden Upgrades in diesem Run. Das ist einmal ein Health Refill, also hier ein Health Upgrade und dann noch die Möglichkeit von getöteten Gegnern HP wieder zu bekommen. Und ja, jetzt hier meine absolute Nemesis, der von der Community gerne mal Hookshot genannt. Es ist aber ein Rope Dart. Das Spiel reiteriert das auch. Das ist kein Hookshot. Das ist eine Rope Dart. Wenn ihr wirklich, also guckt euch mal den VR an, um einfach mal zu sehen, was man da wirklich so rausholen kann aus diesem Gerät, weil ich bin damit einfach hoffnungslos überfordert. Schade, weil der kleine Drecksack da schneller als ich. Den hätten wir benutzen können, um uns hier hoch zu boosten durch die Löcher. Die sind zur Ausnahme mal kein Instant Death, sondern verbinden halt mit dem Raum darunter. Hier richtig schöne Vertikalität. Muss man dem Spiel schon lassen, was sie aus der 8-Bit-Optik rausgeholt haben, weil ja, waren dann halt meistens so Stage Screen für Screen und ja, jedes Loch ist ein Tod. Dasselbe machen wir hier, indem wir die kleine Made husten und dann wollen wir da rüber. Na, und hier wollen wir eigentlich nur hochkommen. Wir wollen ja den Berg erklimmen, auf dem der Tower of Time steht. Wir sind ja gerade auf dem Weg, auf dem Anstieg. Hier ist alles noch, ja, hot. Und gleich wird's cold, ne? Da wollten wir hoch. Na komm. Das gibt's nicht. Na also. Spiel mal's gemütlich, ne? So, das Schöne an der Rope Dart ist, die gibt uns quasi auch an diversen Stellen Iframes, die wir hier jetzt gleich bei den beiden Zyklopen, ist der Boss dieser Stage, insofern ausnutzen werden.
Einerseits um den Orangenen, den können wir nur von hinten treffen. Den Grünen von vorne und deswegen machen wir ja einfach mit der Rope Dart dieses bisschen. Hier sieht man wunderbar die Iframes so mittendurch, nichts passiert. Und das nutzen wir quasi hier weiter aus, um gerade wenn die beiden miteinander interagieren, so wenn sie beide unten sind und der eine kickt den anderen, was sie jetzt auch wieder bekommen, können wir das insofern ein bisschen ausnutzen. Na komm. Um Iframes zu bekommen und einfach ja, durchzugehen. So. Brauchen noch ein bisschen auf dem Grünen auf jeden Fall. Deswegen wird man hier vielleicht sogar nochmal eine Phase bekommen. Ja. Aber nach dem Stun vom Orangenen sollten wir soweit durch sein. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Stein, aber sieht nicht danach aus. So. Auch eigentlich ein ganz sauberer Kampf an der Stelle. Und jedes gute 8-Bit- oder 16-Bit-Game braucht natürlich auch Ice Physics, deswegen kriegen wir auch davon gleich was geboten in den Glacial Peaks. Ich würde mich so gerne mal wieder dafür interessieren, worüber die es haben, nachdem sie uns hier geholfen haben. So, erstmal ein Süppchen. Ja, ist nicht richtig, also. Immer gut genährt vor, nach einem Kampf. Hallo. Da wollen wir hin. Ganz kleine Speed Optimization an unseren kleineren Ecken mit dem Rope Dart. Das ist gut. Die kleine Kugel wollten wir eigentlich nutzen, um da hoch zu boosten, aber ja, war sie schon tot, können wir nicht mehr. Gehen wir den anderen, den Intended Weg. So, da sehen wir kleine Eisflächen, da rutscht man auch ganz fleißig drauf. Und seht ihr, es geht immer weiter bergauf. Hier am Ende der Glacial Peaks steht der Tower of Time, zu dem wir aufgetragen wurden, die Rolle zu bringen, die uns dann hilft, oder es wurde uns zumindest versprochen, dass uns gegen die Dämonen gehilft wird. Wo haben wir hier mal einen Health Refill? Da gab es mal ein bisschen was. Das wollen wir nicht. Nein! Not like this. Das wollen wir. Überlege ich gerade, kann man ja schon mal ein bisschen über den Tower of Time erzählen, weil gleich ist die Anspannung riesig. Da soll nämlich alles soweit gut laufen, dass wir einen recht wichtigen, also der spart viel Zeit, Skip mitnehmen können. Nennt sich auch einfach nur Laserskip, ist insofern relativ unspektakulär, wenn man den live sieht, aber die HP so lange aufzubewahren, dass man den ausnutzen kann, ist recht knackig. Vor allem, weil wir ganz, ganz viele Magier haben, die mir zumindest in der Practice unglaublich auf den Keks gingen und die ganze Zeit getrollt haben. Das wollen wir hier nicht haben an der Stelle. So, die Magier sagen uns, hebt die Rolle gen Himmel, um den Turm der Zeit
aufzudecken, das Mama hier. So wundern sich, dass ausgerechnet unser Messenger Minidive es hier bis auf die Spitze des Peaks geschafft hat. Und gehen rein, die sind nämlich effektiv unser finaler Boss des Bands. Und hier sehen wir die Laser, die wir später auch in dem anderen Raum skippen werden. Die machen 5 Damage. Richtig unangenehm an der Stelle. Einfach nur, wenn irgendwas schief läuft, ja, geht der Skip nicht mehr, wenn wir nur 6 HP haben. Hallo? Rein da. Ja, hier sehen wir ja auch, das Gimmick sind quasi diese Kristalle und die Laser, die uns quasi immer den Weg versperren. Sehen wir auch schon die erste Wizrobe. Liebevoll aus Link to the Past übernommen. Auch in ihrer Nervigkeit. Den sollten wir vorher noch aktivieren. Ansonsten schnappt man ja auch hier wieder alles, was man eh schon gesehen hat, noch schön mit eingebaut. Dann Crushern, Deathpits, Spikes. Ja. Was man so alles gab, das volle Programm jetzt einmal nur hier. Ein gutes Finale, würde ich sagen, für so einen recht schnuckligen kleinen 40-Minuten-Run. Ja, wo man eigentlich dann wahrscheinlich schon dachte, gut, das wird wahrscheinlich das Ende vom Spiel sein. Ja, gut. Bis dann halt der 16-Bit-Part anfängt. Ja. Oh, da kommt doch noch mehr. Da kommt noch einiges tatsächlich. Also 8-Bit ist tatsächlich eher der kürzere Teil. Vor allem im Casual, wenn man erstmal rausfinden muss, was will das Spiel jetzt eigentlich von einem. Schön beruhigende Musik tatsächlich, das hilft ein bisschen. Schade, aber guten Cycle hier an der Stelle. Auch insofern ein bisschen mies, der Crusher hat Spikes, wenn wir die Spikes treffen, nehmen wir 3 Damage, bringt er uns bis an die Spitze, ist immer tot, Crusher typisch. Wir haben tatsächlich geschafft, unsere HP hier aufzuheben, also können wir auf der rechten Seite tatsächlich einfach durchhüpfen, was ganz gut ist. Und danach holen wir uns noch ein kleines Safety Save. So, das war der umschrieene Crusher Skip, Laser Skip. Warten mal kurz, hier war man nicht schnell genug. Vermeiden Stacheln. Meinen einen Schuriken habe ich aufgehoben. Hierfür sein. Kleiner Time-Save. Ja, das hat bei mir nur ein Ziel funktioniert. Ich hätte immer ganz gehabt, aber... Ja. Grundlegend irgendwo davor immer verballert. Ja, gerade wenn die Wizrobes irgendwie nerven, dann schmeißt man denen gerne mal irgendwie einen Shuriken nach. Das hilft einfach und... also gerade bei der Wutkontrolle an der Stelle. Ein bisschen Anger-Management. Ja, natürlich hier nochmal kurz vor Ende des Towers brauchen wir nochmal Wizrobes, um maximal zu nerven. Ja, wir sind jetzt nämlich schon kurz vor Ende. So, jetzt noch ein relativ nerviger Raum tatsächlich. So. Macht einfach nur nervös, aber ist nicht nennenswert gefährlich an der Stelle. Auch mit einem kleinen Skip, den ich... ums Verrecken nicht mehr hinbekomme. So, wir hätten uns hier an die Wand den Kristall durch die Wand aktivieren können. Ist aber einfach nur sauschwer und ist hier gerade im Marathon einfach nicht wert. Nochmal nachfüllen und dann sind wir beim Endboss, dem Arcane Golem. Wie gesagt, unsere finale Prüfung, ob wir wirklich bereit sind, Messenger zu werden und Spoiler Alert in die Zukunft zu reißen. Durch diese 3 Magier, die sich in den Golem verwandeln und uns auf die Probe stellen. Genau, dann habe ich auch noch verschiedene Patterns. Man versucht eigentlich direkt hier mit dem Rope Dart, ja, ich direkt gegen oben zu bleiben oder ich mit dem normalen
Double Jumps, Crystal Jumps, unten zu bleiben. Da versucht er natürlich immer wieder wegzuhauen. Genau, Time ist beim Last Hit, Tura ist ja schon ready, das wird noch einen Moment brauchen, aber da ist immer. Gerade noch in Time. So. Hammer! Also so unprofessionell ich hier gespielt habe, was ich mir halt nie erlauben würde, ist ein Estimate zu reißen. Ich bin einfach mal so dreist und hüpfe hier in den 16-Bit-Teil, aber wir werden hier wahrscheinlich gleich cutten. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. 50 Euro kommen für den einen Tod gleich noch von mir. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt das Spiel auf Steam und es auch auf PS4 und Switch. Vielleicht Xbox, ich weiß es nicht. Und schaut euch Sea of Stars an. Das soll auch absolut großartig sein. Vielen, vielen Dank euch. Mit einem Interview. Dankeschön, dass du dich nochmal hier zu mir setzt und nochmal ein bisschen Frage und Antwort das Spielchen spielst. Ja, immer sehr gerne. Ich finde eigentlich so die erste wichtige Frage ist, bist du denn zufrieden mit deinem Run? Also 50 Euro, weil ein Tod war es jetzt, sind es jetzt schon, aber an sich ist ja nicht schlecht. Ich meine, es wird ja gespendet, aber zufrieden? Ist für einen guten Zweck. Von daher war der eine Tod genau das Richtige für den Run. Das Estimate war bekanntlich safe angesetzt. So, wir sind ja auch alles professionelle Speedrunner, ne? Deswegen ist vollkommen einkalkuliert und so habe ich auch ein bisschen was für einen guten Zweck getan an der Stelle einfach. Also ein Tod für einen guten Zweck. Also ich habe aus dem Hintergrund so ein bisschen Lachen gehört, als du meintest, ja, das Estimate wurde richtig kalkuliert, ich reise keine Estimates. Gibt es da eine Vorgeschichte, warum da gelacht wurde? Gute Frage an der Stelle. Ich glaube, bei der Speedcon 2018/19, bin mir gerade nicht mehr sicher, habe ich auch 40 Minuten angesetzt und habe es ziemlich hart gerissen, einfach nur. 42 Minuten habe ich da, glaube ich, gebraucht, war aber auch mein erstes On-Site-Event und dementsprechend, ich war hier super nervös und da war es noch dreimal schlimmer einfach. Also ich finde, das mit der Nervosität hat man, wie ich finde, nicht so wirklich gemerkt. War vollkommen okay, fand ich. Also. Dann bin ich anscheinend mittlerweile besser geworden, das Ganze zu kaschieren. Ja, man lernt ja. Also man schreitet voran, man wird besser. Also eine Frage, die mir jetzt ein bisschen gekommen ist. Ich habe mal ein bisschen geschaut. Du hast ziemlich viele Link to the Past gestreamt, wie ich das sehe. Ja, tatsächlich. Ich würde mal fast schon behaupten, das ist dann dein Steckenpferd, mehr oder weniger. Mhm. Wie kommt man denn von einem Vogel-Perspektiven-Action-Adventure, ich sag's mal so, zu so einem richtig schweren Plattformer wie Messenger? Also, das gibt's ja nicht so wirklich Parallelen. Ja, also tatsächlich bin ich, wie viele der anderen Struggler, auch so ein großer Arcus-Fan, also Ninja Gaiden. Und das Spiel hat einfach die Essenz von Ninja Gaiden genommen und daraus ein richtig geiles, modernes 2D-Platforming-Game gemacht. So, wie gesagt, später auch ein bisschen Metroidvania-Elemente mit eingebaut. Und da war ich instant hooked. Das musste ich spielen. Das habe ich bei Release gekauft, gezockt, gedacht, ja, das ist ein geiles Game. Und die Größe der Speedrun-Community spricht, glaube ich, für die Qualität dieses Spiels als 2D-Plattformer einfach. Oh ja, das spielen wirklich ziemlich viele Leute. Hast du auch schon mal überlegt, ob du auch andere Kategorien mal irgendwann vielleicht lernen willst? Oder hast du das vielleicht sogar schon mal gemacht? Ah, die Idee wäre auf jeden Fall mal zumindest den normalen Any%-Run zu lernen. So Out of Bounds sind ja immer gar nichts für mich. Also es wäre dann wahrscheinlich auch Any% nur Out of Bounds. Aber ist dann halt gleich mal ein 1,5-Stunden-Ding anstatt 35 Minuten. Und Zeit ist bei mir das große Problem. Ja, also auch generell, das ist ja auch anstrengend, also ob man jetzt 40 Minuten oder 30 Minuten jetzt da sitzt und das spielt oder ob man 2 Stunden lang so einen bockschweren Plattformer spielt, das ist ja schon ein Riesenunterschied. So, es wäre jetzt tatsächlich auch, ab dem 16-Bit-Teil wird das Spiel zunehmend schwerer, so alles macht mehr Damage, du kriegst alles mehr um die Ohren geblasen, die Gegner fangen an mehr Damage zu machen und ist schon eine Hausnummer, die ich aber auch irgendwann mal noch für mich angehen möchte, weil ich liebe dieses Spiel nach wie vor und es hat es einfach immer wieder verdient, auch auf solchen Events wie hier gezeigt zu werden. Stimme ich zu und ich finde, man merkt es auch. Also man merkt die Ambitionen hinten dran. Warte, ich hätte gerade eine Sache noch.
Ja, genau. Und zwar, du meintest ja gerade, no, out of bounds ist nicht so dein Ding. Also das ist wirklich eine Entscheidung, dass du out of bounds einfach nicht so magst und eher sagst, ja, finde ich nicht so gut, wenn schon, dann lieber richtig. Ja, ich würde sagen, ich bin da so alte Schule, was es angeht. Out of bounds ist nichts für mich. Ich mag zum Beispiel, ich bin jemand, der spielt super gerne RPGs. Und gerade so Super Nintendo 8-Bit, 16-Bit RPGs, die sind halt für die richtig guten Zeiten komplett durchmanipuliert. Also RNG von vorne bis hinten, klar, und du spielst einfach nur eine Route ab. Das ist zum Beispiel nicht so miss. Ich mag wirklich Moment-to-Moment-Gameplay. So, das hat man in The Messenger, das hat man in Link to the Past, das hat man in einem anderen Spiel, das ich auch für Struggleton dieses Jahr gelernt habe, Neon White. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Super modern und super cooles Konzept und war auch hier wirklich... Jeder Moment hat gezählt, der Maus-Input, der musste sitzen an der Stelle und das ist meine Sorte. So wirklich Execution-Heavy ist genau meine Sorte Speedrun, die ich mag. Das kann ich verstehen. Also komm auch so ein bisschen aus der Ecke, also so Routen lernen, nur bis zu dem Punkt, dass ich weiß, wo ich hinlaufen muss und ansonsten halt, ich will eben auf das reagieren, was ich sehe. Also da verstehe ich, das ist so ziemlich meine Schiene auch. Also, ja, hast du was zu sagen? Okay, gut. Dann ja, danke ich dir dafür für die Zeit hier. Dann denke ich, sehen wir uns auch gleich wieder beim nächsten Run bei dem Metroid Hack. Und dann ja, viel Spaß noch beim ZLM, würde ich sagen. Ja, da gibt's auch wieder pure Execution. Also Super Metroid auch super schwer und die beiden werden das absolut vernichten. Ja, dann auf geht's in die Pause. Gleich geht's weiter.